Der Text ist in einer kreativen Auseinandersetzung mit dem Geruchssinn entstanden. Fräulein Zweifel küsst mich mitten auf den Mund. Ich verschlucke mich, räuspere und ein klein wenig Sehnsucht von den Tagen davor kommt hoch und sucht sich einen Weg durch die Nacht. Ich drücke sie leicht von mir, schließe die Augen, konzentriere mich und atme tief ein. Der Geruch von Seife steigt mir in die Nase, Omas Seife, und ich schmunzel. Meine Augen erblicken das Waschbecken im Bad meiner Großeltern und ich versuche, das Zahnpasta-Speichelgemisch genau auf den Abfluss auszuspucken. Die Zahnbürste beiseite gelegt, greife ich nach meinem Zahnputzbecher und spüle mir den Mund um, während ich rüber zu Opa schaue. Jetzt zeige ich dir mal was, mein Junge, meint er und greift in seinen Mund. Auf einmal hält er mir sein Gebiss entgegen. Schau mal, wie ich mir die Zähne putze. Er lässt seine Prothese in ein Glas plumpsen. Ich blicke in meinen weit aufgeöffneten Augen ihn an, meine Hände fest um den Zahnputzbecher geklammert. Mein 7 Jahre junger Kopf ringt um Erklärungen und schlussfolgert, wieso auch immer, dass er wohl früher sicherlich ein Pirat gewesen ist. Die Angst siegt über die Bewunderung und so eile ich fassungslos in einem großen Bogen um den kichernden Piratenopa aus dem Bad. Völlig außer Puste schließe ich die Augen und atme tief ein. Es riecht nach frisch gebackenem Kuchen und ich erinnere mich daran, wie Oma den selbstgebackenen Kuchen aus dem Ofen holt, eine kleine Ecke abrückelt und mich kosten lässt. Aber nicht zu viel, denn sonst kriegst du Bauchschmerzen. Die Gruppe versammelt sich um den Psycho-Onkel, der erneut um Aufmerksamkeit bittet. Wir backen hier Kuchen und Brot selber und das nicht ohne Grund. Der Geruch von frisch gebackenen erinnert die Patienten an schöne Situationen aus ihrer Kindheit, meistens an die Großeltern, die noch selber zu backen pflegten. Es löst in ihnen unbewusst ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit aus, was ihnen wiederum hilft, die schwere Zeit der Therapie durchzustehen, um sich hier wohl zu fühlen. Ich bin das erste Mal seit dem 1,5-stündigen Vortrag begeistert, da es bei mir funktioniert. Bei frisch gebackenem Kuchen denke ich an Oma. Der Psychologe der Drogenreha setzt seinen Monolog fort und nach seiner ausführlichen Einführung darf ich meinen alten Kollegen, der hier Patient ist, wiedersehen. Wir sitzen gemeinsam an einem Tisch im Garten und essen von diesem leckeren Kuchen, während wir uns über die alten Zeiten austauschen und voller Optimismus in seine Zukunft blicken. Mein Daumen streift sanft über das Display meines Handys und ich schließe die Augen und atme tief ein. Ich stehe an einer dicht befüllten Bushaltestelle, umgeben von Leuten, die wie ich auf die Linie 97 warten. In Gedanken versunken höre ich Musik und blicke plötzlich auf. Ich drehe mich um und sage, hey, Maria, ich habe dich eben gar nicht gesehen. Woher wusstest du, dass ich dich erschrecken wollte? Antwortet sie und gibt mir einen Begrüßungskuss. Ich wusste es nicht, aber ich habe dich gerochen. Ich wollte sehen, ob du auch hier stehst und wartest. Wie? Du hast mich gerochen? Stinke ich etwa? Während wir in den Bus einsteigen, erkläre ich ihr, dass ich den Eigengeruch von Menschen recht stark wahrnehme und sie mir daher aufgefallen ist. Du riechst wirklich angenehm für mich. Sie schaut mich mit zweifelndem Blick an und lenkt von ihrer Scham ab, indem sie mich schelmisch Zwergnase nennt, also eine alte Märchenfigur. Maria, flüstere ich und blicke auf mein iMotion. Die Smell-Apps auf meinem Handy sind wirklich gut. So eine präzise Wiedergabe von individuellen Gerüchten war vor einiger Zeit noch nicht denkbar. Sie helfen mir, Erinnerungen viel besser festzuhalten, wiederzuentdecken und mich anderen besser mitzuteilen. I smell at Apple, we are Twitter to the world. Vor allem bewahren sie mich vor Vergessen. Und dann dieser plötzliche Kuss von Fräulein Zweifel, an dem ich mich verschlucke. Wie sie sich mir in ihrer Sanftheit aufdrängt. Ich drücke sie leicht von mir und schaue in ihr Gesicht. Sie blickt mir lächelnd in die Augen. Ich bin irritiert und ihr doch für einen Moment erlegen. Meinst du wirklich, es gab eine Zeit, in der Gerüche nicht gezähmt und festgehalten von uns, den Medien der Werbung, benutzt wurden, in der sie geradezu einmalig und kaum vermittelbar waren? Eine Zeit, in der man schmunzelnd zu seiner Schwester sagt, da hat es wie früher bei Oma gerochen und sie wusste allein, was gemeint war. Eine Zeit, in der Gerüche etwas so Intimes und Eindrucksvolles waren. Meinst du, ich kann meinen Eltern glauben, die mit romantischem Blick von ihrem Lied reden, während ich zigtausend Lieder in Beziehung zu zigtausend Menschen setze und wir immer wieder neu von unserem Lied reden, ohne daran zu glauben oder eine Ahnung von dieser Einzigartigkeit zu haben? Meinst du wirklich, es ist zwar so viel anders als heute, wenn sich das Bild einer Situation, zum Beispiel ein Sonnenuntergang an der portugiesischen Küste, nur bei dir und deinem Urlaubsgefährten auf die Netzhaut brennt, ohne später andere Menschen per Facebook oder Fotoalbum daran anteilen leben zu lassen?
Glaubst du an dieses auf ewig vereint im Augenblick? Glaubst du daran? Und meinst du wirklich, dass unsere Sinne früher viel sensibler waren, als wir noch nicht so voller Bilder, Geräusche und Gerüche waren? Sie fixiert meinen Blick und ich inhaliere ihren Atem. Ich räuspere mich und ein klein wenig Sehnsucht von den Tagen davor kommt hoch und sucht sich einen Weg durch die Nacht. Hoffnung ist geboren oder gestorben. Fräulein Zweifel küsst jedenfalls gut. Dankeschön.